Oh, Sie haben ja was Ungewöhnliches mitgebracht. Erzählen Sie mal was drüber. Ja, das ist ein Kaffeeservice. Und meine Großmutter, meine Großeltern haben das zur Hochzeit bekommen. Oder wann auch selbst gekauft. Sie haben 1908 geheiratet. Aha. Ja. Da war es gerade hochmodisch. Ja? Ja. Mhm. Wir haben es mit einem Kaffeeservice zu tun, das eine Kaffeemaschine hat. Und das ist das Ungewöhnliche, nicht? Die beiden Tassen, das ist also ein sogenanntes Tête-à-tête, was man gerne neu Vermählten geschenkt hat. Denn sie konnten dann, weiß ich, am Tage nach der Hochzeit, nach der berühmten Hochzeitsnacht, den Kaffee morgens, sich nämlich selber zubereiten. Da kam nicht etwa Mutter, Schwiegermutter oder das Dienstmädchen herein, sondern das konnte man selber machen. Wir haben also eine Heißwasserkanne, eine kleine, dann eine Sahnekanne, zwei Tassen mit Untertassen und eine Zuckerdose. Das Interessante aber ist die Kaffeemaschine. Man hat immer Ideen gehabt, wie kann man Kaffee zubereiten. Das fängt ganz früh an. Es gibt schon in der Wiener Hofburg, also in der Hofsilberkammer, gibt es eine Kaffeemaschine aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Und das ging immer weiter. Man hat sich immer Gedanken gemacht, bis dann Madame Melitta den Filter erfunden hat. Und damit sind wir im 20. Jahrhundert gelandet. Vorher gab es nun Erwägungen, wie macht man das? Und bei diesem Gerät war es so, dass man hier Wasser hineingegossen hat. Das hat man hier oben aufgeschraubt. Sie sehen hier noch dieses ganz dünne Sieb. Da hat man den Kaffee hineingegeben. Dann hat man das Ganze ineinander gesteckt wieder. Es dichtet ab. Man macht hier unten den Spiritus an. Und jetzt erhitzt sich das Wasser. Das Wasser wird durch den Druck in dem Röhrchen nach oben geschickt, geht in den Kaffee, drückt dann das Kaffeepulver nach oben und dann kommt der Deckel drauf. Und wir sehen dann, wie der Kaffee sprudelnd an das durchsichtige Glas kommt und wieder dorthin versinkt, wo vorher das Wasser war. Dann kann man die Tasse nehmen und macht den Hahn auf und lässt sich den Kaffee hinein. Mit Benutzen ist es so eine Sache. Metall leitet furchtbar und Sie haben hier schon den Henkel mit Bast umwickelt. Ja. Mhm. Sie können also die Tasse anfassen, ja. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung als Kind, wenn Sie dann die am Mund haben, dann verbrennen Sie sich erstmal die Lippe. Nicht, weil das viel heißer ist als der Kaffee, der nachher drin ist. Wenn wir jetzt zum Stiel gehen, es ist hochmodisch in der Tassenform, in der Form der Zuckerdose und der Kannen. Aber noch modischer ist das, ja, die Haut, die jetzt da entsteht. Nicht? Es ist durch Schrägschraffuren entsteht dieses sehr bewegte Bild der Außenoberfläche. Eine Außenhaut. Oder Außenhaut. Ja, Außenhaut ist besser. Ähnlich, ja. Ja. Und das war Mode zwischen 1900 und 1905. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo das Stück gemacht ist, das ist die Marke einer Firma Krupp in Berndorf, ja, die zwischen 1891 und 1926 existiert hat. Und das passt ja dann ganz genau, wenn wir sagen, es ist so 1900 bis 1905 entstanden. Und es ist nicht aus Silber? Nein, nur versilbert, ja. Und innen vergoldet. Ja. Es ist versilbert, aber anscheinend eine ganz tolle Qualität. Denn es ist nirgendwo durchgeputzt, obwohl es wirklich gut gepflegt ist. Also, die innen drin, die Vergoldung ist ein kleines bisschen abgerieben von, ja, so wie ich das jetzt hier. Bei der Dose sieht man das nicht so schön. Aber bei der Zuckerdose, die putzen sie ja auch nicht so oft, ja. Aber es ist in einem wunderbaren Zustand. Es ist komplett. Ja. Und von einem Schätzwert für heute kann man ohne weiteres bei 1500 Euro aufrufen oder ansetzen.
Und es ist so, dass ganz selten auch im Handel oder auch auf Auktionen Stücke in diesem kompletten Zustand zu ersteigern sind. Meistenteils haben sie nur noch, ist nur noch übrig geblieben, der Kaffeeautomat. Mhm. Ja, und alles andere, was dazugehört hat, gibt es nicht mehr. Und hier haben wir ja ein ganz komplettes Ensemble. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Bepreisung. Ja. Also haben Sie Freude dran? Benutzen Sie es ab und zu mal? Vielleicht das schmeckt der Kaffee ganz besonders. Erst zweimal haben wir es benutzt. Dann machen Sie es nochmal. Aber wie gesagt, lassen Sie den Kaffee kalt werden. Machen Sie es dann mit der goldenen Hochzeit. Die ist bald. Also vielen Dank. Viel Spaß. Dankeschön. Okay? Dankeschön.